Na, der Dezember neigt sich nicht ganz zu Ende, aber zumindest das Jahr und die Arbeitszeit. Ich bin in den letzten Zügen. Ich habe noch mal einen Patientenmarathon und Sportlermarathon die letzten Tage und Wochen gehabt. Ich habe euch ja schon angedeutet, für mich ist die Gesundheit oder ist die Basis die Gesundheit für Leistungsfähigkeit. Und es ist egal, ob das Sportler sind, ob das Berufstätige sind oder Unternehmer, die Ziele haben, ob sie Millionäre werden wollen, Milliardäre oder was auch immer. Ich finde, es hat ganz enge Parallelen, denn unser Stress und unseren Alltag tut jeden von uns touchieren. Und gesundheitlich möchte ich euch noch kurz mitgeben, dass die ganzen Patienten, die ich eigentlich hatte, egal was für Symptomatiken von Hautsymptomen, Verdauungsstörungen, da ist natürlich dann auch klar, dass man an den Darm denkt, aber auch von hauptsächlich Immunsystemproblemen, dass alle ein Problem im Darm hatten. Auch zwei Sportler, die ihre Leistung nicht erreichen. Auch dazu, und unser Immunsystem, unser Darm, unser Immunsystem sitzt im Darm. Unsere Gesundheit sitzt im Darm. Und liebe Sportler oder auch andere Leute, schaut einfach mal dahin. Es geht ganz einfach. Ihr könnt zum Beispiel viel einfach wie Blutdiagnostik euch einen Stuhltest anfordern. Und dann kann man eine Besprechung machen und dementsprechend könnt ihr dann halt quasi auch euren Darm, euer System verbessern und auch individuell verbessern, eure Nahrung anpassen, beziehungsweise auch euer Verhalten anpassen. Denn auch wer hat auch jemand wegen Abnehmen, wo es überhaupt nicht funktioniert hat und wenn niemand nicht abnehmen kann, ist es eigentlich auch so obligatorisch, dass man halt oft dran denken sollte, hey, ist noch irgendwo eine Entzündung oder was im Körper, was einem stresst. Und auch genau hier haben wir gesehen bei dem Sportler, das Übel hing im Darm. Und jetzt bin ich gespannt, ob sich dann was tut, wenn wir das ändern und ansetzen und dann nicht nur vielleicht das Gewicht runterpurzelt, sondern die Nahrungsaufnahme auch besser ist und die Leistungsfähigkeit stärkt. Gestiegen wird. Ja, in dem Zuge möchte ich aber auch noch mal ganz kurz auf die Ernährung eingehen und Ernährungsdiagnostik bzw. Ernährungspläne und wie viele Ernährungscoaches und alles da draußen gibt. Man kann viel sagen, was ist gesunde Ernährung, wenn im Körper was einfach ursächlich komplett nicht stimmt. Und natürlich sehen wir das im Darm, aber wir können auch andere Analysen und Tests machen. Und auch eine Darmanalyse muss auch richtig analysiert werden. Und da braucht es Leute, die wirklich Ahnung haben. Also nehmt euch da auch wirklich die Leute an die Hand, die das gelernt haben und auch wirklich eine fundierte Ausbildung haben. Und auch wenn wir nur messen, was zum Beispiel rauskommt, wie Laktat, Spiro oder so Sachen, heißt es noch lange nicht, dass die Ursache gelöst ist, wenn man daraufhin halt eine Kalorien basiert im Makro, Mikro, Nährstoff, also meistens Makro, Nährstoffe angeht. Es ist auch wichtig, dass ihr seht, hey, was für Blutwerte habt ihr vielleicht? Oder man kann es auch austesten mit bestimmten Tests. Was verträgt ihr? Was solltet ihr weglassen? Und dementsprechend wirklich auch ursächlich zu arbeiten. Also ich kenne keinen Ernährungsdiagnostiker wirklich. Ich habe echt schon viele selber besucht, weil es eine Odyssee für mich war, der es wirklich so anschaut, ursächlich und auch die Diagnostiken durchführt. Natürlich ist es nicht immer für jeden ganz erschwinglich, aber ey, was ist eure Gesundheit wert? Also meine Oma ist 92, die ist noch topfit und die macht auch was an ihrer Gesundheit und sie genießt das Leben noch. Wenn ich jetzt sage, ich bin noch nicht 40, aber ich habe noch über mein halbes Leben vor mir, dann lohnt sich das, an unsere Gesundheit zu arbeiten, dass wir auch die Jahre, die wir später haben, natürlich genießen können, gesund genießen können. Wenn ich natürlich krank bin, habe ich keinen Bock mehr mit 60 irgendwie die Welt noch erreisen. Aber ich habe noch meine Bucketliste und die will ich natürlich auch fit erreichen und fit genießen. Also dementsprechend muss man halt auch vorsorgen. Und wenn ihr leistungsfähig bleiben wollt bis ins hohe Alter oder leistungsfähig für eure hohen Ziele, für euren Sport, für euren Beruf, für eure Familie, hey, dann müsstet ihr halt auch was tun. Und ja, leider, unser Gesundheitssystem ist hierfür nicht ausgelegt. Es kostet viel Zeit, viele Nächte, die ich verbringe für meine Patienten, um auch genau da anzusetzen, wo es den Patienten halt auch wirklich etwas bringt. Und ich glaube auch, dass ich nächstes Jahr meine Praxis umstellen werde, weil der Grund einfach ist, dass die Zusammenarbeit umso intensiver es ist, halt auch umso besser ist.
und sehr halt langfristig dann auch zu einem besseren Erfolg wird. Also bleibt dran, denkt an eure Gesundheit. Ich weiß, Prävention ist echt Mist. Man denkt immer erst dran, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Ich kenne das selber, deshalb bin ich da so hinterher. Aber selbst wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, könnt ihr noch was machen. Hey, ich verspreche euch, ich habe meistens nur die Fälle, die eigentlich schon alles andere abgegrast haben und dann mir das Vertrauen schenken und sie haben jedes Mal, bis jetzt, habe ich sie nicht enttäuscht. Also von wirklich 4 Jahre arbeitsunfähig bis zum Job hinweg begleitet. Und weil ich halt ganz ganzheitlich und ursächlich daran arbeite. Also auch wirklich ganzheitlich von nicht nur Körper und Geist, sondern auch was in dem Umfeld passiert, was ist sonst noch im Leben geschehen. Und meine Fragebögen sind dafür bekannt, dass einem manchmal den Kopf raucht. So, genug gesprochen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und ja, ihr könnt mich auch einfach anschreiben. Somit wünsche ich euch erstmal einen guten Einstieg in vielleicht die letzte Restwoche und den Weihnachtsstress vor Weihnachten, dass ihr dann auch die Weihnachtsfeiertage vielleicht trotzdem noch genießen könnt. Also versucht ein bisschen durchzuatmen zwischendurch und wir hören uns garantiert.